Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute am Samstag gibt es die Neuzugänge aus dem August. Ja, keine Bücherwoche, denn ich fasse zwei Bücherwochen zusammen und ab nächster Woche gibt es dann eine Bücherwoche mit zwei Wochen mit der letzten Augustphase und dem anfänglichen September. Heute sprechen wir über die Neuzugänge. Es sind tatsächlich 19 Bücher bei mir eingezogen. Zählt das schon als XXXXXXL? Ha, aber im Gegenzug sind auch 17 Bücher gelesen worden, beziehungsweise zähle ich ja auch Abbruchbücher zum Beispiel mit dazu. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und man merkt, dass ich im August noch ein bisschen Urlaub hatte, dass ich da einfach Leselust hatte und auch Lesezeit und auch ein bisschen Einkaufszeit. Und ich bin ganz entsetzt eigentlich mehr über den Stapel der echten Bücher, denn dieses 50-50 hat in diesem Monat nicht so geklappt. Es sind tatsächlich 13 echte Bücher bei mir eingezogen. Das macht mir tatsächlich immer mehr Kopfzerbrechen als die eigentliche Anzahl. Und es sind nur 2 E-Books eingezogen und 4 Hörbücher. Also es ist von 50-50 weit, weit, weit entfernt. Es ist sogar eins der echten Bücher bereits ausgezogen. Das kann ich also nur einblenden, das ist auch schon gelesen gewesen. Aber ich denke, bei 19 Büchern fangen wir einfach direkt an. Ihr findet alle Bücher unten in der Infobox. Da ist auch die Markierung, ob es sich um ein Rezensionsexemplar handelt, ja oder nein. Und sollte es irgendwie schon gelesen sein, sage ich das natürlich immer mit. Und wenn euch das interessiert, schaut da einfach mal bei meinen Bücherwochen vorbei. Das erste Buch ist ein E-Book, When the Storm Comes von Carina Schnell. Ist der erste Teil der Sommer in Kanada-Reihe, habe ich durch die liebe Becky entdeckt, habe ich auch schon zusammen auch mit ihr gelesen. Und mir hat das New Adult Buch oder diese jüngere Liebesgeschichte tatsächlich sehr, sehr gut gefallen und ich werde da auch definitiv weiterlesen. Wir sind hier eben in Kanada unterwegs, wir haben eine Protagonistin, die eigentlich so ein bisschen einen kleinen Roadtrip macht, dann aber einen Autounfall hat, nein, keinen Unfall, sondern ihr Auto bleibt einfach stehen und sie muss 2 Wochen lang auf die Reparatur warten. Sie ist aber so ein bisschen in Geldnöten, wenn sie hier 2 Wochen verbringen muss. So fängt sie da in einer Tierarztpraxis an zu arbeiten, kommt dort natürlich auch mit den Bewohnern des Städtchen in Kontakt, schließt auch schnell Bekanntschaften, Freundschaften. Und wir haben dann hier eben natürlich auch einen gut aussehenden jungen Mann, der ihr so ein bisschen den Kopf verdreht, obwohl sie eigentlich so das ein oder andere Problem mit sich herumträgt, auch so ein bisschen was ihre Herkunft angeht, was ihre On-Off-Beziehung angeht und auch so ein bisschen, was es mit ihren Eltern auf sich hat und eine sehr gelungene Geschichte, wie ich fand, die mich gut unterhalten hat. Sie ist nicht an Redwood rangekommen, das war die Hoffnung von Becky und mir, aber ich glaube, es gibt halt solche Bücher, die einen so mitreißen, auch nicht irgendwie alle Jahre mal, aber es war tatsächlich eine ganz schöne Geschichte. Das Buch, was eingezogen ist und wieder ausgezogen ist, ist Der Bär, eine Reise im Einklang mit der Natur von Andrew Krivak. Ein Buch, das ich mir in Würzburg gekauft habe, als ich dort mit einer lieben Freundin unterwegs war, was mich schon länger auch angesprochen hatte und mir leider nicht so gefallen hat. Und ich habe dann mit einer Bekannten darüber gesprochen und sie hat aber gesagt, doch, das klingt trotzdem gut. Und dementsprechend ist das Buch dann eben kurze Zeit später auch schon wieder ausgezogen. Also man merkt ja auch anhand, dass es das zweite Buch ist, es ist auch ziemlich zu Beginn des Monats bei mir eingezogen. Wenn es nicht sogar, war es noch Ende Juli, vielleicht sogar der letzte Juli, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Aber ist auch vollkommen egal. Und ein Buch, was mich leider nicht so begeistern konnte. Ich hatte mir da ein bisschen mehr Bär erwartet, ein bisschen mehr Natur und wir treffen hier auf ein junges Mädchen, was mit dem Vater irgendwie mitten im Nirgendwo im Gebirge wohnt und die Mutter ist früh gestorben und irgendwie trifft sie dann schon mal auf den Bär, beziehungsweise hat er dann auch noch eine andere Bedeutung, aber ach, es war irgendwie nicht so richtig meins. Als Hörbuch eingezogen ist dann der zweite Teil der Firebrand-Saga von Helen Harper, Magic Flame. Und seit den Hexfiles liebe ich ja die Bücher von Helen Harper. Auch hier hat mir der zweite Teil super gut gefallen. Ich habe ihn auch wieder gehört. Ich finde, das funktioniert auch mit dem Humor, der hier der Protagonistin gegeben wurde, richtig gut. Wir sind hier ja so ein bisschen in Urban Fantasy unterwegs. Wir haben im Grunde eine Detective, die in unserer Welt zwar unterwegs ist, aber dort eben auch die magischen Wesen ganz normal ihr Unwesen treiben. Also es gibt Vampire und Werwölfe und allerhand andere Geschöpfe der Nacht, die eben einfach unter uns weilen, ohne dass das irgendwie merkwürdig ist oder was Besonderes ist. Und es gibt eben wieder so ein bisschen was an einem Krimi-Fall zu lösen. Gleichzeitig haben wir diese Fantasy-Elemente. Wir haben einen wunderbar trockenen, sarkastischen Humor, der für mich on point ist, den ich perfekt finde, wo ich so oft
lache und schmunzle, der mir einfach Spaß macht. Und ich hoffe, dass die Reihe weitergeht. Das Ende des zweiten Teils lässt es erahnen, dass es vielleicht noch den ein oder anderen Fall gibt. Aber ich habe es jetzt noch nicht irgendwo lesen können, dass diese Reihe irgendwie weitergeht. Und dann habe ich auch ein Prime-Abo abgeschlossen und gleich das Jahresabo, weil es kommen ja jetzt die Ringe der Macht als Serie dran, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, sind die ersten zwei Folgen schon da. Also am Freitag kommen die, heute ist Samstag, ich drehe ein bisschen früher. Logisch, sonst könntet ihr das Video jetzt nicht sehen. Und in diesem Zusammenhang gab es eben auch Audible-Hörbücher, ich glaube zwei im ersten Monat und noch eins, wenn ich jetzt nicht mich richtig gelesen habe, im zweiten Monat. Und die habe ich natürlich mitgenommen und habe mir Der Meister der Elixiere geholt. Das ist die Alchemisten-Saga von Sam Feuerbach. Und ich bin eigentlich auf dieses Buch gestoßen, weil Robert Frank der Sprecher ist. Denn man kann bei Audible ganz schön auch auf den Sprecher oder die Sprecherin klicken und dann zeigt es einem so die Bücher an. Und dieses Buch hatte ich tatsächlich schon Weilchen auf der Wunschliste und konnte mich aber so gar nicht mehr richtig dran erinnern, um was es ging. Und da dachte ich, jetzt greife ich einfach mal zu. Also es ist auch eine Trilogie, der zweite Teil ist auch schon erschienen. Und wir sind hier in einem geheimnisvollen Turm am Rande der Stadt. Und es ist der alte Mann, der größte Alchemist aller Königreiche, der Meister der Elixiere. Und so nennt er seine genialen Zaubertränke auch mal Fluch des neugierigen Schatten oder gar Spiegel des Todes. Und die Zauber geben ihm recht. Und es gibt auch einen Trank für Demut und Bescheidenheit, aber den sollen doch gefälligst andere entscheiden und oder erfinden. Und das klingt alles schon so humorvoll. Und bei der Untersuchung eines rätselhaften Todesfalls findet der Soldat der Stadtwache einen Brief mit dem Siegel des Königs und er kann der Versuchung nicht widerstehen. Und dann haben wir auch noch eine zum Pilze sammeln, eine Pilze sammelnde Tochter des Abdeckers, die mit ihrem Freund tief in dem Wald unterwegs ist und dann auf einmal ein fremdartiges Klingen erklimmen, was sie in eine Höhle lockt. Und es klingt nach Fantasy, nach ach alles, was ich liebe, nach Magie und nach Humor. Und wenn das Robert Frank so spricht wie die Nevernight-Reihe, dann freue ich mich da mega, mega, mega drauf. Also ja, das klang auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und da musste ich mir auch direkt einfach den Klappentext ein bisschen mit rausschreiben. Das zweite haptische Buch, aber das erste, was ich jetzt zeigen kann, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darüber gestolpert bin. Ich glaube, es gab irgendwo auf YouTube ein Video über den Diogenes Verlag und irgendwer hat es in die Kamera gehalten. Und zwar von Stefan Bachmann, Palast der Finsternis. Und das Video war es, vielleicht finde ich das Video, dann packe ich es unten in die Infobox. Und ich fand das so toll, weil einem so ein bisschen was zur Covergestaltung des Diogenes Verlags erzählt wurde. Also, dass das im Grunde immer Gemälde sind oder auch Fotografien. Und mir hat dieses Cover unglaublich gut gefallen. Und so ist dann dieses Büchlein bei mir eingezogen. Es geht um die Außenseiterin Anouk, die mit vier anderen Jugendlichen nach Paris gekommen ist, um einen unterirdischen Palast zu erforschen, den ein verrückter Adliger während der Französischen Revolution als Versteck für seine Familie erbaut hat. Doch hinter der Tür mit dem Schmetterlingswappen erwartet die fünf Abenteurer in jedem weiteren Raum ein neuer Abgrund, den sie nur gemeinsam bezwingen können. Klingt nach einer tollen Geschichte und ich fand auch einfach das Cover so super, super schön. Also das ist auch so ein bisschen schimmernd. Also ich bin mega gespannt. Ich habe ein paar Bücher aus dem Diogenes Verlag hier. Würde auch gar nicht sagen, dass die Cover, also oft sagt man ja, die Cover sind irgendwie hässlich, finde ich persönlich gar nicht. Nicht jedes ist schön, keine Frage, aber das ist ja auch bei anderen Covern der Fall. Aber das hat mich angesprochen. Und wenn ich das Video zum Diogenes Verlag finde, dann guckt gerne mal in die Infobox. Vielleicht ist ja da der ein oder andere Buchtipp auch für euch noch dabei. Dann als nächstes Hörbuch ist 100 Essays, die dein Leben verändern werden, eingezogen von Brianna Wiest. Ein Buch, über das ich auch in Würzburg gestolpert bin und mich dann aber für das Hörbuch entschieden habe. Denn wer lernt, anders zu denken, kann sein Leben neu erfinden. Du weißt mit deinem Leben nicht so recht etwas anzufangen, dich lassen Ängste und Zweifel nicht los, es fällt dir schwer, Entscheidungen zu treffen, deine Wünsche bleiben unerfüllt. Der Weg zu einem glücklichen Leben verläuft selten geradeaus, aber die Herausforderungen, denen du begegnest, sind Chancen, deine Denkweise zu verändern und an dir selbst zu wachsen. Es sind 101 lebensverändernde Essays von Brianna Wiest, die das schädliche Denkmuster durchbrechen und einem die Augen öffnen sollen. Und mit großer Menschenkenntnis und psychologischem Feingefühl offenbart sie uns, was wir hören müssen, aber manchmal auch nicht wollen. Und es ist wohl hier
geht es auch um Kommunikation, um die Lebenseinstellung und auch um Neubeginn und wie eben auch Glück ein wertvoller Begleiter sein kann. Und jetzt würde ich die ersten Fragen nicht unbedingt mit Ja beantworten, aber ich finde es immer wieder spannend, einfach mal andere Denkmuster zu sehen, achtsam mit dem Leben umzugehen, und ich glaube, dass einem da auch tatsächlich Bücher so ein bisschen weiterhelfen können, einfach mal wieder einen Denkanstoß, einen Impuls zu geben, und deswegen bin ich da sehr gespannt auf dieses Buch. Dann habe ich einige Bücher bei Rebuy verkauft, und ja, ich weiß, dass da oft Diskussionen drüber herrschen, in Bezug auf was da die Preispolitik ja so ein bisschen was da so angesagt ist, aber darüber möchte ich gar nicht diskutieren. Und ich hatte dann drei Bücher von meiner Wunschliste dort entdeckt und habe mir dann meinen Verkaufspreis sozusagen mit 10% extra als Gutschein ausbezahlen lassen und habe drei Bücher eben bei Rebuy gekauft. Zum einen von Hiromi Kawakami, Der Himmel ist blau, die Erde ist weiß. Das könnte eine Empfehlung gewesen sein von Fabienne bzw. von ihrem japanischen Büchertipps-Video. Und das hat mich sehr, sehr angesprochen. Das Cover finde ich jetzt nicht so schön, gibt auch andere, aber darum soll es, ja, nackt, es geht ja nur um den Inhalt. Und dann heißt es hier so schön, die wahrscheinlich schönste Liebesgeschichte des Jahres von einer erfrischenden Leichtigkeit. Und Kawakami spricht in seiner sinnlichen Prosa und stark sprechenden Bildern eine ungewöhnliche Liebe. Und ich weiß auch, dass mir wirklich die Worte wunderbarst gefallen haben. Wir haben hier auch zwei Übersetzer. Und Kawakami ist ja in Tokio geboren. Und ja, es geht um eine selbstbewusste Frau, einen weißen alten Mann und reichlich Sake, ein wenig Walfischspeck und immer wieder Lotuswurzeln. Und das sind die Zutaten einer faszinierenden, fremden, frühlingshaften, zarten Liebesgeschichte aus Japan. Denn Tsukiko ist Ende 30 und lebt allein. Zur Liebe glaubt sie, sei sie nicht begabt. Da begegnet sie eines Abends in einer Kneipe ihrem weit älteren ehemaligen Japanischlehrer. Auch er lebt allein. Von nun an treffen sie sich immer wieder, stets ohne Verabredung. Einer sucht die Nähe des anderen und doch bleiben sie respektvoll auf Distanz. Selten wurde so subtil und zugleich eindringlich beschrieben, wie sich zwei Menschen ganz allmählich näher kommen. Klingt bezaubernd, klingt richtig schön, und ich glaube tatsächlich, dass es sehr wenige Liebesgeschichten aus dem japanischen Bereich bisher gab, die ich gelesen habe, und umso mehr freue ich mich, dass ich das jetzt so für mich entdecken darf. Dann ein Buch, das ich auch schon ein kleines Weilchen auf der Wunschliste hatte. Dann hat es sich jetzt eine liebe Freundin von mir zugelegt. Und dann dachte ich, ach, jetzt greifst du auch mal zu. Vielleicht lesen wir das ja auch zusammen. Und zwar Im Wald, mein Jahr im Cockshut Wood von John Lewis Stemple. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Er schreibt wohl makellose Prosa. Er ist ein guter Mann und er schreibt gute Bücher für jeden. Und es heißt so schön, sein Ton als Erzähler umfasst das Poetische ebenso wie das Zupackende, und zum Weihevollen kommt der Humor hinzu. Und ich fand auch das Cover super spannend gestaltet aus dem Dumont Verlag. Und 4 Jahre lang bewirtschaftete der Autor ein Waldstück im Südwesten Herefordshires nach dem Vorbild unserer Vorfahren, wie es in den Zeiten vor der Industrialisierung üblich war. In den gerade einmal 3,5 Hektar großen Mischwald geht der Autor auf die Jagd, beschneidet Bäume und siedelt Schweine und Kühe an. Der Wald wird sein enger Vertrauter. Dies ist das Tagebuch eines Kalenderjahres. Bin ich mega gespannt, ist wirklich im super Zustand, also kann ich wirklich nicht meckern. Ich glaube, neu war es bei 22 und ich glaube, ich habe nicht mal 8 bezahlt. Also von daher wirklich auch ein kleines Schnäppchen gemacht. Freue ich mich, finde ich cool, und ich mag solche echten Berichte in der Natur ja auch super gerne, und deswegen bin ich da richtig, richtig neugierig, was mich erwartet. Und auch das dritte Buch ist ein japanisches Buch, nämlich Kirschblüten und rote Bohnen von Durian Tsukigawa, und ich glaube, auch das war in dem Video von Fabienne bei den japanischen Geschichten. Es ist nämlich ein poetischer Japan-Roman. Diese Geschichte feiert die Schönheit der kleinen Dinge und das augenblickliche Gelingen zwischenmenschlicher Beziehungen. Und da hat mich halt auch das Cover so richtig angesprochen, und man sieht hier hinten die Person sozusagen auch nochmal von vorn. Das fand ich total cool. Das Leben meint es nicht immer gut mit der alten Toku, dem Ex-Häftling Sentaro und dem Schulmädchen Bakana. Doch als sich diese drei Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, zusammentun, ändert sich alles. Tsukigawa erzählt von der Unnachgiebigkeit des Schicksals und der Möglichkeit des Glücks zugleich. Ein federleichter und tröstlicher Roman voller großer Lebensweisheit.
Sehr schön. Klingt richtig toll und ich freue mich da wirklich mega drauf. Gehört habe ich auch schon das nächste Hörbuch, Be More Cat, was wir von unseren Katzen lernen konnten, von Alison Davis. Das war ja so ein Lückenfüller, weil ich noch so knapp 2 Stunden bei meinem BookBeat-Abo irgendwie übrig hatte und dachte, Mensch, was passt da Kleines noch rein? Und das hier, glaube ich, hat keine 120 Seiten und dementsprechend war es auch wirklich gerade noch so dann in der Grenze drin. Und ich habe das gehört und kann sagen, es ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Es ist, glaube ich, eher so ein Geschenkebuch an Katzenfreunde, weil man hier eben natürlich die Beobachtungsgabe von Alison Davis hat, die eben Katzen beobachtet, die Menschen, das Miteinander und uns eben tatsächlich uns Menschen so ein bisschen zeigt, was wir denn eigentlich auch von den Katzen so ein bisschen lernen können. Und mir hat das gut gefallen, ich habe mir das gerne vorlesen lassen, es war auch von der Hörbuch Produktion richtig gut gemacht, so ein bisschen musikalisch, die Kapitelüberschriften hat noch eine andere Stimme gelesen, also das fand ich gut aufgemacht, aber ich glaube schon, dass es eher ein Geschenkbuch ist, wo man eben einen Katzenfreund einfach eine Freude macht und kann aber auch das Hörbuch definitiv empfehlen. Dann habe ich ein Rezensionsexemplar bekommen und darüber werde ich, glaube ich, in der nächsten Bücherwoche dann sprechen. Und zwar Die Welt mit deinen Augen von Julia Engelmann. Wie ihr seht, einiges an Markierungen wurde von mir auch schon gelesen. Ich mag die Art, wie Julia Engelmann die Welt wahrnimmt, wie sie sie beschreibt, wie sie sie früher ja viel in ihren Poetry Slams gezeigt hat, jetzt in ihren Gedichten. Das gefällt mir super gut. Es sind hier hinten auch die Abbildungen so ein bisschen drin von ihren vorhergehenden Büchern und es ist auch ein bisschen illustriert. Also die Autorin Julia Engelmann hat hier auch ein paar Bilder mit reingemacht und es gibt einige schöne Stellen. Da werde ich aber dann im nächsten in der nächsten Woche darüber sprechen. Es sind hier Gedichte, die ein bisschen untypischer sind, aber ich finde, dass man immer wieder so diese Leidenschaft von Julia Engelmann spürt und dieses Lebensgefühl und ihre Art eben auch einfach, wie sie Dinge wahrnimmt und das erzählt. Richtig gut, hat mir auch wieder gut gefallen, aber dazu nächste Woche mehr. Dann wurde ich angefixt von meinem Buchhändler auf Instagram und ich habe mir das Stranger Things Begleitbuch geholt. Ursprünglich hat das gleich mal 30 Euro gekostet und es wäre auch jeden Euro wert gewesen. Und ich frage mich, wieso ich nicht früher über dieses Buch gestolpert bin, sondern erst jetzt, wo es 7,99 Euro kostet. Und ich muss sagen, jeder Stranger Things Fan sollte dazu greifen. Auch das Buch, glaube ich, werde ich in der nächsten Bücherwoche erst besprechen. Es tut mir leid fürs böse Anfixen, aber ja, da müsst ihr jetzt noch eine Woche warten. Aber dieses Buch ist einfach der Knüller. Alleine optisch, also es hat hier wirklich Plastik, es ist wirklich eingebunden, es hat hier Aufkleber drauf, es hat innen drin Kritzeleien, es hat hier noch eine Karte dazu. Es ist einfach so wahnsinnig gut aufgemacht und ich bin ein großer Stranger Things Fan und finde das hier großartig. Hier wird über Staffel 1 und 2 gesprochen. Also das heißt, die sollte man auf jeden Fall kennen, wenn man das Buch dann zur Hand nimmt. Oder auch hier unten, da fehlt so eine Ecke vom Buch. Also das ist echt irre. Und also von der Aufmachung, ich wäre, glaube ich, auch einfach im Buchladen darüber gestolpert, aber es ist mir vorher echt nicht aufgefallen. Aber dafür ist ja dann Instagram da, um ein bisschen anzufixen. Und das hat es auf jeden Fall geschafft und hat mich sehr begeistert. Also das kann ich schon sagen, dass nicht nur die Optik, sondern auch der Inhalt richtig, richtig toll war. Dann habe ich ein bisschen bei Tauschticket gestöbert und hatte da auch noch den einen oder anderen Gutschein. Und ich glaube, da sind jetzt auch zwei Bücher, glaube ich, davon. Wenn nicht sogar drei. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube sogar 3 Bücher. Zum einen ist bei mir eingezogen von Julie Otsuka, Wovon wir träumten. Das, wie gesagt, bei Tauschticket, also finde ich auch wirklich vom Zustand richtig, richtig gut. Wir haben hier einen preisgekrönten Roman über eine wahre Geschichte, denn es geht um eine Gruppe junger Japanerinnen, die den Ozean überqueren und in Amerika heiraten. Doch bisher kennen sie alle ihre künftigen Ehemänner nur von strahlenden Fotos der Heiratsvermittlerin. Und es soll hier die Autorin eine herausragende schriftstellerische Gabe haben, die die Geschichte mit dem feinen Ohr einer Lyrikerin, dem Fingerspitzengefühl einer Künstlerin und der Weisheit einer uralten Seele erzählt.
Und ich bin mega gespannt. Also es ist ja wirklich kein dickes Buch. Ich freue mich da jetzt auch definitiv drauf, das mal an einem schönen Sonntagnachmittag wahrscheinlich zu genießen. Und ja, ich könnte fast vermuten, japanische Bücher, da bin ich immer so bei Fabienne unterwegs. Es könnte durchaus sein, dass ich das bei ihr auch gesehen habe. Aber vielleicht bin ich da auch so drüber gestolpert. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber freue ich mich tatsächlich, dass so viele japanische Bücher irgendwie bei mir eingesogen sind. Kann man nie genug haben, wie ich finde. Dann ist doch zwischendurch ein E-Book bei mir eingezogen. Und zwar hat die liebe Katrin von Dragon Stories, ich packe ihr Video, wenn ich dran denke, unten in die Infobox, hat sie von Margaret Rogerson geschwärmt, der dunkelste aller Zauber. Und hat auch erzählt, dass das eben eine Seltenheit ja ist, dass wir einen Fantasy-Einzelband haben. Und schwupps ist dieses Buch zumindest als E-Book bei mir eingezogen. Denn es klang einfach so toll, wie sie davon gesprochen hat und dann auch der Klappentext. Und dann, ja, war das E-Book nicht mehr weit. Traue niemals einem Zauberer. Wenn es eine Sache gibt, die die 16-jährige Elisabeth weiß, dann, dass alle Zauberer abgrundtief böse sind. Seit sie als Findelkind auf den Treppen einer großen Bibliothek von Austermeer ausgesetzt wurde, ist sie zwischen magischen Grimoires groß geworden. Büchern, die in den Regalen flüstern, ihre Eisenketten zum Klirren bringen und sich in tödlichen Monster aus Tinte und Papier verwandeln, wenn man sie provoziert. Als durch einen Sabotageakt das gefährlichste Grimoire der ganzen Bibliothek freikommt, wird Elisabeth die Schuld an seinem Ausbruch gegeben. Elisabeth bleibt nichts anderes übrig, als sich ausgerechnet an ihren Erzfeind zu wenden, den Zauberer Nathaniel Thorn. Und zusammen mit ihm und seinem dämonischen Diener Silas findet sich Elisabeth bald im Fadenkreuz einer jahrhundertealten Verschwörung wieder. Und dies droht nicht nur alle großen Bibliotheken in Flammen aufgehen zu lassen, sondern die ganze Welt. Und das klingt nicht nur im Klappentext richtig, richtig gut, sondern auch, wie ja, die liebe Katrin darüber geschwärmt hat. Und ich denke hoffentlich daran, das Video unten in die Infobox zu packen. Und ich freue mich auf dieses Fantasy-Abenteuer. Bin eh jetzt wieder so ein bisschen durch House of the Dragon und Ringe, da macht es ein bisschen im Fantasy-Fieber. Und ich glaube, dass das ein Buch ist, was nicht sehr lange auf dem Sub bleibt. Dann ertauscht habe ich meine Inselbuchhandlung zwischen Bodden und Brandung von Petra Dittrich mit Rainer Moritz. Das ist der 10. Band der Sehnsuchtsorte-Reihe aus dem, ja, Edenbuchs bzw. Edelverlag. Und ich fand da ja Pfoten im Schnee schon so toll. Ich hatte ein anderes Buch, irgendwas oben bei den Halligen, gelesen. Das fand ich ja nur so okay. Ich glaube, ja, da gibt es so einige und so manches interessiert mich, habe ich auch auf der Wunschliste. Und ja, deswegen habe ich mich hier gefreut, als ich darüber gestolpert bin. Das Weiche besiegt das Harte. Wenn der chinesische Philosoph Lao Tse diesen Satz nicht vor 2.500 Jahren schon geschrieben hätte, müsste man ihn schleunigst erfinden. Um Petra Dittrich zu beschreiben: lächelnd mit dem Kopf durch alle Wände, freundlich pusten und die Widerstände lösen sich in Luft auf. Und die Menschen, die sie anlacht, pusten augenblicklich mit. Weiße Magie im Buchladen am Meer. Das sagt Dörte Hansen. Und wir treffen hier, glaube ich, auf zwei Leute. Niemand außer mir glaubt so recht daran, dass man im Kleingedruckten mit einem Buchladen Erfolg haben könnte. Und ja, wir sind hier auf einer Insel, so wie ich das jetzt verstanden habe. Und ja, sie macht jetzt den Buchladen auf. Und ja, ich mag Geschichten über Buchläden. Ich mag Geschichten, wo es um Bücher geht. Und dementsprechend, ja, klang das einfach so nach mir. Und da freue ich mich einfach drauf. Ja, sieht auch optisch richtig cool aus, auch in einem guten Zustand. Also da kann ich Tauschticket auch wirklich nur empfehlen, wenn man da ein bisschen unterwegs ist. Also es sind auch ein paar Bilder mit drin. Und ja, da kann man sich wirklich mal umgucken. Man hat nicht immer Glück, aber ich muss sagen, zu 90% hatte ich wirklich Bücher in einem sehr guten Zustand und auch die anderen 10 waren dann meist in einem guten Zustand, sodass ich sage, okay, lesen kann man sie auf jeden Fall noch. Also ich hatte da noch nie irgendwie einen Reinfall, nur einmal, da ist der Regen so ein bisschen dazwischen gekommen und die Versenderin hatte das Buch nicht so richtig schön eingepackt, aber ja, darüber lässt sich dann natürlich streiten, ne? Hat an sich nichts mit dem Buch zu tun, hätte man halt einfach ein bisschen Plastik drum gemacht, aber Plastik mögen wir ja auch so gefühlt nicht alle. Dann kam ein blubberndes Tauschpaket bei mir an und ich überlege gerade, wann ihr dieses Video seht oder ob ihr das schon gesehen habt. Ich glaube, ihr habt es gesehen.
möchte ja nicht hier schon die Vorfreude nehmen. Dementsprechend werde ich das blubbernde Tauschpaket einfach vorziehen, sodass ihr das schon gesehen habt. Das heißt, ich packe das Video auch mal unten in die Infobox, zeige euch jetzt nur noch schnell die 4 Bücher sozusagen, die bei mir eingezogen sind. Zum einen die Wolfsschwestern von Philippa Gregory, das Erbe der Tudors, ein historischer Schinken, das muss man wirklich so sagen. Ich habe von Philippa Gregory 2 oder 3 Bücher gelesen, auch das ganz bekannte Die Schwester der Königin, habe ich glaube ich 2-mal gelesen oder 1-mal gelesen, 1-mal gehört. Und das habe ich mir gar nicht so zum Lesen im Grunde rausgesucht, sondern so als, oh, es gibt etwas Neues von Philippa Gregory, wobei neu ist wahrscheinlich auch relativ. Ich überlege mal, 2017, ja, ist relativ neu. Und so im Gedanken, ob ich das nicht vielleicht an einem Wintermonat einfach mal höre. Ich vermute mal, dass es das auch als Hörbuch gibt und wird es ja ein kleines Highlight. Dann ist eingezogen Irgendwo für immer von Sarah Gio. Hat mich auch sehr, sehr angesprochen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, wo wir hier unterwegs waren. Beziehungsweise ob die Autorin mit dem Nachnamen irgendwie, nee, es kommt auf jeden Fall aus den USA. Ja, okay, ist ja nicht schlimm. Hier geht es um eine junge Frau, die glaubt, alles verloren zu haben. Doch dann findet sie ein geheimnisvolles altes Tagebuch und eine Liebe, die alles überdauerte. Und es ist eine Liebesgeschichte, eine Reise in die Vergangenheit und ein tragisches Geheimnis. Und es soll ein Buch sein voller Überraschungen. Gefiel mir richtig, richtig gut. Und durfte deswegen auch bleiben. Ein Buch, bei dem ich lange so ein bisschen hin und her überlegt habe, ist Die Insel, Tierärztin von Stefanie Petersen mit Herz und Schnauze. Und sie berichtet von Fällen aus ihrer eigenen Praxis. Und sie ist auf Sylt unterwegs. Genau, seit fast 20 Jahren hat sie eine Praxis für klein und groß. Und sie erzählt eben von lustigen Begegnungen, dramatischen Rettungsaktionen und auch traurigen Abschieden. Ach, das ist bei mir ja immer so ein bisschen eine Triggerwarnung eigentlich, wenn es um Tierabschiede geht. Aber ich denke, ich halte es aus und fand ich super spannend. Und das letzte Buch aus dem blubbernden Tauschpaket ist dann Auf den Hengst gekommen von Andrea Fork. Eigentlich, glaube ich, ein Buch, wo man denkt, das passt überhaupt nicht zu mir, weil es ist ein Pferdehof-Krimi. Und ich habe es zwar schon irgendwie ganz gerne mal mit Pferden irgendwie in Geschichten, aber es sind jetzt nicht meine bevorzugten Tiere. Zieht es mich ja nach Hund und Katze doch eher mehr ins Wasser, aber das ist auch nochmal was ganz anderes. Und ich bin auch nicht der Krimi-Leser. Aber das klang irgendwie so lustig und es soll auch wirklich einen wunderbaren Charme haben. Es ist eine witzige Krimi-Komödie und es soll skurrile Helden geben, denn es ist eben so, dass wir hier Sandra treffen, die frisch getrennt ist, einsam und die eben Ablenkung auf einem Reiterhof sucht und Pferde, Natur und vielleicht auch noch ein attraktiver Reiter. Was könnte besser helfen bei Liebeskummer? Und dann passiert eben noch etwas, dann wird ein Friesenhengst erstochen und dann beginnt eben Sandra damit, den Fall auf eigene Faust zu ermitteln. Und ich habe mir ein paar Rezensionen durchgelesen und die haben wirklich von dem tollen Humor gesprochen und ich dachte mir, ich probiere das einfach mal aus. Und so ist dieses Buch dann auch bei mir angekommen. Also ich glaube, im Laden hätte ich es nie zur Hand genommen, aber irgendwie was hatte mich da. Also wahrscheinlich, weil ich selbst auf den Hund gekommen bin, fand ich das mit dem Hengst auch ganz lustig. Und ja, das Video packe ich euch unten in die Infobox. Wer Lust hat mitzumachen, meldet sich auch einfach bei Anka. Die lädt ja dann auch immer, wenn das Paket wieder bei ihr ankommt, das finale Video hoch und auch so den ersten Abschnitt, was sie reingelegt hat. Und guckt euch da gerne auch mal ihre Videos dazu an. Und das waren die 19 Bücher. Ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich hoffe zumindest. Doch eine ganze Menge, ein bisschen was gelesen. Und ich freue mich über jedes einzelne Buch. Also es ist richtig, richtig toll. Ich hoffe, dass da auch ein paar Highlight-Bücher dabei sind. Und ich bin echt überrascht, auch wie viele japanische Bücher dabei sind. Vielleicht muss ich da tatsächlich mal noch so eine extra Statistik einführen von japanischer Literatur, wie viel das so ausmacht im Jahr. Wobei ich glaube, es wird sich jetzt noch nicht, es fällt jetzt diesen Monat irgendwie so auf, dass es 4, 5 Bücher von 19 sind. Aber ich glaube grundsätzlich aufs Jahr wahrscheinlich minimal. Aber vielleicht sollte ich da so eine eigene Genre-Kategorie einführen. Nein, das fände ich irgendwie doof. Aber ja, ich bin natürlich neugierig, was so bei euch eingezogen ist, wie ihr vielleicht auch jetzt irgendwie eure Bücher festhaltet, wenn die bei euch einziehen und ob ihr vielleicht auch eins der Bücher schon kennt, ob ihr davon was gelesen habt oder ob auch eins der Bücher bei euch eingezogen ist, was jetzt vielleicht auch hier bei mir eingezogen ist. Das war jetzt sehr viel eingezogen, aber darauf einen Shot. Ja, und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meinen Neuzugängen, die doch recht bunt gemischt waren. Ich hoffe, dass euch das auch ein bisschen gefallen hat, dass ihr euch auf die Bücherwoche freut, die jetzt kommt mit den nächsten 2, 3 Büchern und natürlich auch auf alle, die dann danach noch kommen. Und
Ich glaube, ich rede mich hier gerade um Kopf und Kragen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein wunderbares Wochenende und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.